Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild und wir machen uns heute auf Richtung Engine City. Heute wird einiges passieren, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Aber da der Reihe nach. Es wird auf jeden Fall bestimmt cool werden. So. Ja, schöne Stadt auf jeden Fall. Muss man sagen. Und da werden wir auch demnächst hingehen. Aber wie gesagt, alles der Reihe nach. Erstmal herzlich willkommen in der ersten Stadt. Und da steht Sanja. Für die von uns. Hey, hallo. Du hast es durch die Naturzone geschafft, was? Nicht schlecht. Der Team ist jetzt sicher ziemlich erschöpft. Los, wir gehen ins Pokémon Center. Wenn du kurz heißt, zeige ich dir auch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. Ach, die führt das jetzt bestimmt nicht in die Pokémon Center ein. Ja, super. Ist ja nicht so, dass ich schon viele Dinge weiß. Oh, schau mal, Rotomina ist gerade frei. Rotomina ist eine Kurzform für Rotom Terminal. Das sind nützliche Geräte für Trainer. An den kannst du unter anderem das Design deiner Liga-Karte individuell gestalten. Pass doch einfach mal ein bisschen an deiner Liga-Karte herum. Lass deine Kreativität freien Lauf. Genau, wir halten die Liga-Karte von Delion. Genau. Aber die können wir theoretisch selber unsere eigene gestalten, aber halt auch das. Weiß ich nicht. Muss ich nicht haben. Der ist bestimmt nicht entgangen, dass Engine C, die ziemlich groß ist. Ja, doch, gerade im Überflug. Aber keine große Sorge, wenn die wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier was ist. Vergiss nicht vorher dein Team heilen zu lassen. Ach ja, die Öffnungszeremonie. Das weckt Erinnerung. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, das war ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort wieder dieses Kribbeln im Bauch. So, ich bin wieder da. Muss ja mal ganz kurz was abklären. Genau, wir sollen unser Team heilen auf jeden Fall. Also, falls ihr schon mal nicht mitbekommen, ich bin nicht allein. Also, na, nur nebenbei. Sind auch Hintergrundgeräusche, die auch durchaus mal in der Aufnahme erscheinen könnten. Sieh es mir ein bisschen nach. So. Ah, genau. Für die seltenen Pokémon ist übrigens ein Fleckmon. Nur so nebenbei. Das werden wir dann irgendwann mal fangen. Jetzt haben wir denn hier so Sachen noch. Kann ich Sachen verkaufen? Weil ich brauche mal Sachen dabei, die ich nicht kann. Die ich nicht brauche. Schutz. Naja. Wir könnten mal TMs verkaufen, theoretisch. Also Triplette zum Beispiel brauche ich nicht. Kehrschelle brauche ich auch nicht. Ach, das kann ich nicht verkaufen. Ach so, die Items, die Raid-Items. Okay, die kann ich verkaufen, die TMs. Die sind nämlich nur einmal verfügbar. Gut. Und dann geht's jetzt weiter. Dass du es durch die Naturzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Aber weißt du auch, was dein Ziel in Engine City ist? Ja, die Arena-Challenge, ganz klar. Genau, als nächstes solltest du zur Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge. Das machen wir doch auch. Findet morgen im Engine Stadion statt. Oh cool, ein Onix. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Mir geht es ja nicht, dich im Stadion anzumelden. Bis später. Genau, und dann machen wir das doch jetzt. Dann gehen wir jetzt ins Stadion. So. Natürlich auch vorher nicht noch ein bisschen umsehen. Warte mal, da gibt es immer noch ein Item, was ich weiß, wo es liegt. Aber, warte mal, ob das was Wichtiges ist. Ja, da kommt man jetzt gerade noch gar nicht hin.
Kamera kommen wir da leider noch gar nicht hin. Oder? Dahinter. Hier geht's auch unten lang. Hedge City ist große Klasse. Wusstest du, dass der obere und untere Bereich durch einen Lift verbunden sind? Ja. Nee, wusste ich nicht. Okay, wir kommen also tatsächlich noch nicht in die Leiter in das Innere der Stadt. Wir können es nicht gar nicht angucken. Also wir müssen tatsächlich straight zum Zeröffnungszeremonie. Oh, keine Kamehubs. So ist es. Gut, das hätte ich machen noch, klar. Okay, dann machen wir es mal auf zum Lift und gehen in die Zeröffnungszeremonie. Da wir scheinbar nicht wirklich mehr viel machen können, weil wir überhaupt nicht mehr machen können. Ja. Durak? Was? Wo? Puh, ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden, Durak. Mein Orientierungssinn ist jetzt echt zu wünschen übrig. Hier konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen. Tja. Oh, hallo. Wie ich sehe, hast du bereits ordentlich an deinen Fähigkeiten und Trainer gefeilt. Es war also die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsprüf ausgestellt zu haben. ich habe da etwas, was du sicher gut gebrauchen kannst. Hier gibt es eine Pokémon zum Tragen. Ein Stück Holzkohle. Ach, versteckt Feuerattacken. Genau. So, da ist es starterabhängig, was wir kriegen auf jeden Fall. Wenn wir 40 Starter bekommen haben, wäre es, glaube ich, Wundersaat gewesen. Und ich glaube, beim Wasserstarter wäre es... ich weiß es gerade nicht auswendig. Sorry. So. Dann gehen wir mal hoch und schauen uns die Öffnungsterminie an. Okay. Also, schade. Und da steht auch schon... Hopp. Ah, da bist du ja. Das ist das Engine-Stadion. Hier wird die Öffnungszeremonie abgehalten. Stell dir mal vor, die Öffnungszeremonie schaut sich nicht nur unsere Mitte an, sondern unzählige Leute aus der ganzen Welt. Das sieht doch schon total von Nervosität. Ach, was rede ich da? Das ist keine Nervosität. Das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Er ist wieder rangeklaut. Die ganze Welt soll unseren Namen kennen. Oh, warte mal. Jetzt kann man hier tatsächlich. Die Ecke habe ich gemeint tatsächlich. Warte mal. Das ist Kubis von was irgendwie. Ich will kurz was nachgucken. Aber wir kommen überhaupt nicht irgendwo weiter. Also wir werden also tatsächlich straight zur Eröffnungszeremonie gelenkt. Ich glaube, die andere Seite ist dann wahrscheinlich auch zu. Oder? Ja. Also gut, wir kommen nicht weiter. Gut, dann müssen wir tatsächlich uns... Dann müssen wir uns tatsächlich da echt... Okay, durchgeben, begeben. Wow, schau dich doch nur mal um. Überall Arena-Challenger, egal wo man hinsieht. Gegen all die müssen wir jetzt also durchsetzen. Komm, melden wir uns mal an. Was geht denn mit dem ab? Seid ihr zwei hier, um euch anzumelden? Dann zeigt ihr bitte eure Empfehlungsbriefe. Oh, eine Empfehlung von Champ persönlich. So war es nicht zum ersten Mal. Mein Empfehlungsbrief stammt von auf am Champ. Wie bitte? Die haben euch beide als Teilnehmer an der Räder Challenge empfohlen. Da müsst ihr wirklich großes Talent haben. Scharf beobachtet. Mein Name ist Hopp. Vorhin steht Dinos kleiner Bruder. Ich trete in seine Fußstapfen und werde der neue Champ. Wie? Wo? Was? Wow, einen Moment bitte. In Ordnung, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsst ihr euch bitte nur noch eine Trikotnummer aussuchen. Ihr habt die freie Wahl. Ja, ich nehme hier immer meine 87, das ist klar. Gut, das trage ich sofort ein. Trag bitte immer diese Challenge-Band, damit alle wissen, dass du ein Arena-Challenger bist. Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge findet morgen in diesem Stadion statt. Alle Teilnehmer dürfen kostenlos im Schloss BE übernachten. Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe. Genau, das war ja dann, wo wir rauskommen. Ringsrum. Also, wow, der Präsident der Pokémon-Liga hat sich nicht schlumpen lassen, was? Das kann, wir checken müssen gleich im Knospi-Im ein. Okay, die findet wohl morgen statt, die Arena-Challenge. Ah, okay. Gut. Du bist Arena-Challenger, Kev, oder habe ich recht? Das Knospi-Im geht es hier lang, wenn du mir bitte folgen würdest. Ich
glaube, ich weiß, wo es ist. Aber es sind doch Leute, die das erste Mal dieses Spiel spielen, tatsächlich. Natürlich, wenn man mal zu viel gezeigt und alles wundern, oder dann irgendwann stehen wir wirklich auf eigenen Füßen. Da kann ich eigentlich meine Story weg, kann ich dann endlich frei. So viel gut kann man jetzt auch schon. Wir haben dieses Crossby in. Ein und ruh dich gut aus, du wirst all deine Kräfte brauchen. So. Da steht über Zanya und eine andere Arena-Challenger. Und was ist da oben links los? Aber das noch gleich. Oh, hi Kids. Wie es aussieht, habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt. Hey Zanya, was machst du denn hier im Hotel? Ich stelle Nachforschung über das rätselhafte Pokémon aus dem Schlummerwald an. Ich dachte mir, dass es vielleicht irgendwie mit der Legende der Gala-Region zusammenhängt. Wo ihr schon mal da seid, können wir uns auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Diese Statue? Woher soll das sein? Das ist der Held, der Überlieferung zufolge als die Gala-Region gerettet hat. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gerne seine Geschichte. Habt ihr Interesse? Aber bitte nur die Kurzfassung. Vor langer, langer Zeit erschien am Himmel von Gala ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Gleichzeitig tauchten überall gigantische Pokémon aus, die die Region unsicher machten. Ja, genau, Max und so, ne? Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewappnet mit Schwert und Schild bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Diese Statue stellt angeblich jeden die heldenhafte Jüngling aus der Legende dar. Wow, das klingt, als wäre dieser Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du herausfinden willst, was hinter dem Schwert, dem Schild und dem Wirbel steckt, hast du auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Ja, die schaffst du schon. Ja, danke, ich krieg das schon irgendwie hin. Irgendwann werde ich eine heiße Spur finden. Sag mal, sollte ich langsam einchecken, wenn ihr hier übernachten wollt? In der Rezeption scheint viel los zu sein. Stimmt, müsst ihr noch einchecken. Wenn wir irgendwelche Infos unterkommen, sagen wir dir sofort Bescheid, Sanja. So, gut, dann machen wir uns da mal auf. Hallo? Okay. Ja, mal sehen, wer hier Platz, wen Platz macht, ne? Da scheint wohl das neue böse Team in dieser Region zu sein. Nennt sich Team Yell. Okay, so eine Art Fanclub ist das. Mal gucken, ob wir die wirklich für voll nehmen können. War ja bei A4 am Anfang auch nicht so und dann wird es ja immer ist ja richtig gefährlich. Aber auch für die tatsächlich. Na, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Du legst nichts drauf an, was? Wie du willst. Ich hab dich gewarnt. Team Yell besteht nur aus echten Fans und echte Fans schrecken von nicht zurück, um ihre Star zum Sieg zu helfen. Das wirst du gleich spielen. So. Er fängt an mit einem Zickzacks. Und wir fangen mit Voldy an. Also die andere Wahl auf Kikalo wäre tatsächlich die richtige gewesen. So, mal paralysieren. So, Tackle. Pass down. Ich habe eine Attacke, dann müsste es im Glück sein. Ja. Die anderen nicht. Zickzacks ist weg. Wenn die Erfahrungspunkte gerne will. Der erste Rüppel ist besiegt. Aber ich glaube, das sind die anderen anders. Hey Leute, das scheint eine Revanche. Zeig ihm, dass die Geld immer zusammenhält. Ja, klar, Kumpel, dann hat man schon mal die Gelegenheit in der Hotellobby zu kämpfen. Oh, und der Typ da am Schalter, der ist relativ unbeeindruckt gerade. So, so, du fängst an mit Klepti, Fuchs. Einfach dann Unlicht-Pokémon. Und wir gehen das gleich an, wie eben gegen Zickzack, einfach mal erstmal mit der Paralyse. Und Tackle. Haha, aber der Rückzug einsetzen klappt nicht so ganz. Und schon ist es down. Sehr cool. Die ist auch, oder er, dürfte mehr sein, ist auch besiegt.
ich fühle mich in diesem Nobel-Schuppen einfach nicht wohl. Sonst hätte ich die verloren. Was ist das für ein Lärm? Ich dachte, du willst nur einchecken. Moment mal, hast du etwa die ganze Zeit gekämpft? Keine schlechte Idee. Pass auf, steig mit ein. Das wird bestimmt ein gutes Training. Davor heile ich doch deine Pokémon. Ja, cool. Danke. Vor euch steht Arena Challenger Hop. Der nächste Gym der Galerie. Und los geht's. Jetzt heißt es 2 gegen 2. Und los geht's. Und die hat die gleichen Pokémon, die auch eben schon zwei Satz kam. Aua, warum auf mich? Warum auf mich? So, Standpauke. Zickzack noch. Gut, Captain Fox ist mir viel übrig. Mit dem Volltreffer war es das. Ja, beide ein bisschen Erfahrungspunkte, klar. Ich so lange warte, bis ich angreifen kann, irgendwie mal. Jetzt kann ich auch angreifen. Silberweg? Ah, natürlich noch nicht, klar. Obwohl, eine Weile. Ich dachte, das wäre nur für mich gewesen jetzt. So, dann muss jetzt. Ach, komm doch nicht mit dem Quatsch, mach doch Tackle. Scheiß auf den Angriff von ihm, das ist jeder mit den nächsten Attacken, wenn es nichts Attacken kommen, die ich draufkriege. So, die zwei sind besiegt. Sehr gut. Das heißt, ja. So, jetzt habt ihr allen Grund zu jubeln und wir können nur leise wimmern. Hey, was ist denn hier los? Miss Mary? Ich verstehe ja, dass ihr mit anderen Arena-Challenger auf Kriegsfuß steht, aber ihr müsst wirklich so grob mit ihnen umgehen. Nehmt es diesem Haufen bitte nicht übel. Das sind meine Fans und nennen sich Team Yell und feuern mich bei der Arena-Challenge an. Aber wie es aussieht, übertreiben sie es immer mal ein bisschen. Na los, ab mit euch. Geht nach Hause. Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne. Deshalb haben sie andere Arena-Challenger oft etwas rabiat. Tut mir echt leid, wenn sie euch Schwierigkeiten bereitet haben. Ach, du bist auch Arena-Challenger? Moment. Du hast schon deinen eigenen Fanclub? Mann, da werde ich gerade neidisch. So, und jetzt können wir uns endlich anmelden. Nach dem ganzen... mit dem Mail. Du bist ein Arena-Challenger, nicht wahr? Ja. Ah, gut. Du bist Kev. Die Liga hat bereits ein Zimmer für dich reserviert. Ich möchte mich auch noch aufrichtig für deine Hilfe vorhin bedanken. Das war eine äußerst unangenehme Situation. Ich wünsche dir eine geruhsame Nacht und einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. So. Ah, Hopp ist schon wach. Der übt fleißig seine Würfe. Guten Morgen. Ab heute wird es endlich ernst. Der Tag wird ein wichtiges Kapitel in der Legende von Hopp. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Engine-Stadion. Er will immer nur kämpfen und... ah, egal. Ja. Hopp eben, ne? Bisschen sehr aufgedreht, der Junge. Die Eröffnungszeremonie beginnt bald, Arena Challenger. Soll ich dich zum Arena-Stadion führen? Ja, ich führe zwar den Weg alleine, aber du kannst es auch gerne machen.
Gut, lass uns keine Zeit verlieren. Bitte folge mir. Klingt das vielleicht etwas spät dran. Da wären wir auch schon, das Arena-Stadion. Viel Spaß bei der Eröffnungszeremonie. So. Na gut, dann geht's jetzt los. Hopp steht schon da. Entschuldige, wir haben nur diejenigen Arena-Challenger Zutritt, die sich in unsere Arena-Mission versuchen. Ach so, wir dürfen da gar nicht rein. Okay. Also hier. Du bist Kev, richtig? Die Veranstaltung, die zur Arena-Challenge gehören, musst du deine Uniform tragen. Und die Eröffnungszeremonie ist quasi die erste Veranstaltung der Arena-Challenge. Ich schlage also vor, dass du dich jetzt umziehst. Genau. Dann machen wir das doch. Sehr schön. Okay. Toll, die Uniform steht ja ausgezeichnet. Und die Trikot Nummer 87 rundet das ganze Bild wirklich sehr elegant ab. Also gut, es ist soweit. Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge beginnt gleich. Meine Damen und Herren, ich bin Rose, der Präsident der Pokémon-Liga. Vielen Dank, dass Sie alle heute hier sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Es ist meine Freude, das größte Spektakel der Galle-Region zu eröffnen, die Arena-Challenge. Jawohl, die Arena-Challenge. Die Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter behaupten. Wer sie besiegt und alle 8 Arena-Orden ergattert, darf am Gem Cup teilnehmen. Und hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Jetzt bitte ich um einen Toast und Applaus für alle Arena-Leiter. So. Und da sind sie. Yaro, der fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle-Meisterin der Wasser-Pokémon. Der unauslöschliche Feuer-Veteran Kabu. Galas Experte für Geister-Pokémon Nio, der Schweigsame. Und Papella, die Meisterin fantastischen Theaters und fantastischer Feen-Pokémon. Das ewige Eis Mel. Und die sechs Arena-Leiter, Roy, der Drachensturm. Und einer der Arena-Leiter fehlt heute leider. Aber das sind sie, der ganze Stolz von Gala, unsere Arena-Leiter. Genau, es sind nur 7, wer mitzählt. Es fehlt einer. Ich weiß gerade nur nicht, wann die Welt ja. Aber denjenigen werden wir schon kennenlernen dann irgendwann. Und jetzt betreten wir die große Bühne. Endlich geht's los. Dürfen wir endlich unsere Arena-Challenge angehen? Oh, ich fasse es nicht. Vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich sitze immer noch vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Na, ihr beiden, endlich ist es soweit, wa? Sieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mir vorstellen, wo ist das mein Name? Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, sind meine Augen da. Ihr habt euch schon eigene Dynamax-Bänder. Hat euch bestimmt einen Wunsch heute hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wird übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Und ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine besonders spannende Arena-Challenge. Sehr schön. Die Bewohner der Gala-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, aber jetzt muss ich endlich mich entschuldigen. Ich habe jetzt noch einen dringenden Termin. Macht's gut. So ist es. Liga Präsident Rose scheint ja wirklich beste Laune zu sein. Aber zurück zu euch. Hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt vor kurzem erst damit begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammelt.
Schickt euch Ziele. Nicht nur für eure eigenen eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lass es doch gleich angehen. Der Arena-Leiter von Gala müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen erwartet uns in Turfield. Da kommen wir über Route 3 übrigens hin. Genau. Das machen wir auf jeden Fall auch. Würde ich sagen, trotzdem machen wir jetzt Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's unser Abenteuer endlich los. Und wir dürfen tatsächlich uns so nach und nach Richtung ersten Norden aufmachen. Und was dann noch so alles passiert, das erfahren wir in den nächsten Folgen.